Ja, am Vatertag gibt es einen Kracher vom Olli. Bedanken dürft ihr euch beim Gastor Johannes aus Luxemburg. Ich grüße aber auch an der Stelle mal alle Fans in Österreich, in der Schweiz, in Ostbelgien, im Elsass, überall, wo Deutsch gesprochen wird und Deutsch verstanden wird. Viele sagen zwar, ich spreche kein Deutsch, aber. Und ganz besonders, der Witz, den widme meinem persönlichen Freund, meinem Rigobert Forever, Thomas Burkhardt. Wer wissen will, wer das ist, Witze-Ping-Pong, Witz vom Olli, Witze-Ping-Pong, Folge 4. Mann sitzt in einer Bar, riegelvoll, voll wie ein Amtmann. Und er merkt schon, wie er das Gleichgewicht verliert, schlägt mit dem Kopf auf dem Tresen auf. Und dann denkt er sich, okay, komm, letzter Schluck noch, trinkt der letzte Schluck, zahlt und fällt vom Barhocker. Robbt auf alle Viere heim, Trepp hoch und also ist total verrädelt und landet im Bett. Und morgens, als er aufwacht, sagt seine Frau, sag mal, du musst ja wieder riegel voll gewesen sein. Dann sagt er, woher weißt du das? Ich war doch ganz leise. Dann sagt sie, der Barkeeper hat auch gerufen, der hat seinen Rollstuhl stehen lassen. Der Barkeeper. Der Barkeeper hat auch gerufen, du hast den Rollstuhl stehen lassen. Oh, da werden wir sie wieder mal. Ist mir gerade egal.